Gegen 3 Uhr nachmittags wird die Feuerwehr Hamburg zu einem Lagerhallenbrand in Hamm Süd gerufen. Anwohner bemerkten Rauch und Flammen auf dem Gelände eines Autohandels. Als die Feuerwehr eintrifft, schlagen die Flammen bereits Meter hoch aus der 600 Quadratmeter großen Halle. 4 Löschzüge, etliche Sonderfahrzeuge und insgesamt 160 Einsatzkräfte rücken an, um die Flammen zu bekämpfen. Die Hitzeentwicklung ist enorm. Ein Ausbreiten der Flammen innerhalb des Hallenkomplexes ist nicht mehr zu verhindern. Weil die Hallen durch das Feuer einsturzgefährdet sind, kann lediglich von außen gegen die Flammen vorgegangen werden. Also begonnen haben wir gegen 15 Uhr hier mit einem Hallenbrand an der Größe von 20 mal 30 Metern. Im Moment sind wir jetzt dabei, dass wir also mit 4 Wasserwerfern dieses Feuer bekämpfen. In dieser Halle werden zu überwiegenden Teilen Kühlschränke gelagert. Und wir haben aber leider eine Brandausbreitung auf eine Nachbarhalle und sind jetzt dabei, einen Riegel einzusetzen, um letztendlich eine Brandausbreitung in größerem Stil zu vermeiden. Wie lange dieses Feuer jetzt hier noch gehen wird und wie lange wir hier noch arbeiten, kann ich im Moment noch nicht sagen. Und von außen setzt die Feuerwehr ein, was sie hat. Drehleiter, Teleskopmastfahrzeug, Rohre und Wasserwerfer. Vom Kanal aus schießt die Besatzung des Löschbootes Wasserwände in die Flammen. Die Arbeiten dauern nonstop bis zum übernächsten Tag. Dann ist das Feuer größtenteils gelöscht, nur noch Nachlöscharbeiten sind im Gange. Letzte Brandnester müssen ausfindig gemacht werden. Also nach den heutigen Lagebesprechungen, die heute Morgen durchgeführt worden sind, wird es also so sein, dass jetzt ein Abrissexperte jetzt an die Einsatzstelle kommt. Wir werden also klären, welche Wände wir noch einreißen können, weil das Gebäude ist also ein Totalschaden zurzeit, jedenfalls in dem Bereich, wo wir hin müssen. Und dort befinden sich nur erhebliche Brandnester und im Grunde genommen wird also der Trimmerkegel vergrößert und wird dann nachher geordnet abgetragen und dann wird im Grunde das abgelöscht. Und wir werden also noch den ganzen Tag damit zu tun haben, wenn nicht sogar bis morgen früh, bis wir diese einzelnen Brandnester im Grunde abgelöscht haben. Glücklicherweise kam persönlich niemand ernsthaft zu Schaden. Die Rettungskräfte mussten lediglich 4 Personen vor Ort behandeln. Eine Person musste mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gefahren werden. Wie es zu dem Feuer kam, ist zurzeit noch nicht bekannt. Auch die Schadenshöhe muss noch beziffert werden.